Was für ein Training macht ihr hier heute? Wir machen heute ein Konditionstraining und ein Pratzentraining. Konditionstraining fürs ganz normale Lungenvolumen, Grundkondition und jetzt leichtes abschließendes Training für Technik, Boxen, wie man sich Bewegung im Käfig, Schlagwechsel. Das ist ganz normal technische Training eigentlich. Ja. Aber es gibt auch mehr Selbstvertrauen, das Ganze, mehr Selbstbewusstsein, oder nicht? Also ich denke schon, dass es vielen Leuten Selbstvertrauen gibt, aber man muss immer sehen, dass man da ein gesundes Selbstvertrauen muss machen. Weil bei vielen Leuten ist es ungesund, dass sie dann denken, so, ich bin jetzt unzerstörbar. So, ich gehe hier ein paar Mal trainieren und ich kann jetzt jeden, egal wer kommt, egal wie groß, wie breit, ich kann jetzt jeden auseinandernehmen. Das ist, glaube ich, so ein ganz großer Zugstoß, der aufgeklärt werden sollte, dass es eben nicht so ist. Wir sind jetzt gerade auf der Fahrt nach Bremen. Was liegt heute bei dir an? Heute fahren wir nach Bremen zum Carabao, zu Sascha, zum Team Kimura Hunter. Das ist so mein, ich sag mal, Sensei in Sachen Groundfighting, Brazilian Jiu-Jitsu, Submission Wrestling. Das ist so mein Lehrer, Trainingspartner. Und wir tauschen uns gegenseitig aus. Meistens zeigt Sascha mir noch ein paar Sachen, weil er da so der erfahrenere Kämpfer ist. Und ja, heute rollen wir eine Runde. Bisschen Technik, bisschen Grappling. Okay. Damals ging es nur darum beim Kampfsport, damit ich mich gegen Größere wehren kann, damit ich mir ein bisschen mehr Selbstvertrauen aufbaue, dass ich mich ein bisschen mehr behaupten kann in der Schule gegenüber Leuten, die mir nicht so gut gesonnen sind. Und heute ist es mehr eine Art Lebenseinstellung geworden. Das gehört zum Leben, der Sport. Das tägliche Training gehört zum Leben, die Ernährung gehört zum Leben, der Lifestyle, der ganze. Das ist schon eine Sache, die mich fasziniert. Es ist eine Lebenseinstellung geworden.
das Kämpfen gehört dazu. Es ist auch, auch eine Art Sucht, zum Training zu gehen, besser zu werden, sich zu steigern, zu sehen, wie man selber Fortschritte macht. Das ist schon eine Art Sucht, die dahinter steckt auch. Das ist auch ganz bedeutend. Das ist auch immer wieder was Neues, wenn man kämpfen geht. Der Kampf Mann gegen Mann. Ich finde, es gibt keine höhere Art der Disziplin des Messens, wie man sich miteinander misst, als der Kampfsport, als Mixed Martial Arts. Es gibt einfach nichts Höheres in der Form im Wettkampfsport für mich. So, wir sind jetzt hier in der Fightfabrik. Du bist der Gründer, der Inhaber der Fightfabrik Bremerhaven. Andi, dein Name. Wie ist das dazu gekommen, dass du die Fightfabrik gegründet hast und seit wann gibt es die? Also die Fightfabrik gibt es seit 2006. Wir haben ja angefangen mit ungefähr 9 Schülern, die ich damals mitgenommen habe aus einer anderen Örtlichkeit, wo ich trainiert habe eben halt oder dann auch unterrichtet habe. Wir haben klein angefangen mit eher Selbstverteidigungsarten und nachher ein bisschen mit Thai-Boxen und mit MMA, aber ganz klein wirklich nur. Ja, und dann sind wir eben halt im September 2006 haben wir uns vergrößert und sind hier eben halt rübergegangen in unsere Örtlichkeit jetzt. Was für Personen kommen hier so her? Melden sich hier an? Also die Personen sind eigentlich relativ, ein sehr, sehr gemischtes Volk, möchte ich mal sagen. Also wir haben hier wirklich von jung bis alt wirklich alles Mögliche, Männer wie Frauen. Wobei ich sag mal, die größte Altersgruppe wahrscheinlich zwischen 18 und 25 ist. Wir haben aber genauso eben halt hier eben halt etwas Ältere. Wir haben hier Lehrer, wir haben hier Abiturienten, den Bankkaufmann. Hier ist alles wirklich querbeet. Ne? Also das ist nicht so, dass das jetzt irgendein Klischee ist und hier gehen nur die Leute her, die Arbeit suchen sind und sonst nichts auf dem Zettel haben. Das ist nicht so. So, was liegt heute an beim Training? Was trainierst du heute? Heute machen wir ein bisschen Sparring, ein bisschen Grappling, also sprich das Kämpfen auf dem Boden, das schulen wir heute und nachher gehen wir rüber, machen hier ein bisschen Stand, sprich Boxen, ein bisschen Thai-Boxen, Sparring. Das formt den Charakter des Kämpfers, das ist wichtig für die Routine im Ring und also für die Nehmerqualitäten, das ist wichtig, um mit dem Stress umzugehen, um mit Druck umzugehen. Dafür ist das, was wir hier jetzt machen, sehr wichtig, halt in die Routine zu schulen. Ich denke, dass ein großes Vorurteil bei unserem Sport einfach der Fakt ist, dass es im Käfig größtenteils ausgetragen wird. Weil ich sag mal, der Otto-Normalverbraucher, dem ist das schon gewillt von Brutalität oder Gewalt, wenn zwei Leute ihren Sport im Käfig austragen, weil es halt ein ungewohntes Bild ist gegenüber dem Boxring oder der offenen Mattenfläche wie beim Ringen. Verständnisproblem ist dabei einfach, dass der Käfig da ist, um die Sportler zu schützen. Weil es doch beim Boxring doch öfter mal vorkommt, dass die Sportler bei einem harten Takedown oder bei einem harten Shoot des Gegners einfach mal aus dem Ring fallen. Und auch beide aus dem Ring fallen. Da, wenn man aus 1,5 Meter Höhe auf den Boden fällt, auf den harten Boden, dann können da doch schon massive Verletzungen entstehen. Und ich denke, das ist halt das Bild, wo man sagt, das ist brutal. Und dann kommt halt noch dazu, dass auf dem Boden geschlagen wird. Das heißt, das geht ja, hört ja nicht auf, wenn man am Boden ist, ist wie beim Boxen oder beim Thai-Boxen, wenn man aufhört zu schlagen am Boden, sondern es geht weiter. Gerade dann geht es für die meisten erst los. Es gibt ja Stile oder Leute, so, da ist man schon darauf oder speziell nur darauf gedrillt, den Gegner auf den Boden zu holen, ihn dort mit Schlägen zu bearbeiten oder mit Aufgabegriffen zur Aufgabe zu zwingen. Und ich denke, das ist den Leuten noch ziemlich fremd, wobei es in anderen Ländern ja eigentlich eine normale Sache ist, wie in Brasilien, wie in Amerika, in Japan. Da wird der Sport ganz anders angenommen, ne? Weil da wird man, wenn man diesen Sport macht, noch wie ein Sportler behandelt.
behandelt und ich sag mal nicht so jetzt wie hier als brutalen Schläger hingestellt wird, das ist dann doch ein Unterschied. Das Ding ist aber, wenn man am Boden geschlagen wird, man weiß sich zu helfen und man kann sich auch, es gibt Techniken, es gibt Gegentechniken, wobei man sich helfen kann, Schlägen auszuweichen oder von einem Schlag, den der Gegner ausführt, in eine Submission zu kommen oder sich rauszudrehen, die Position, wie man in Fachkreisen sagt, zu sweepen. Oder zu verändern. Man dreht den Gegner am Boden und landet von der unteren Position in die obere Position und kann dort weiterarbeiten. Es gibt ein ganzes Repertoire an Techniken. Derjenige, der unten liegt und geschlagen wird, das heißt nichts Schlechtes. Das muss nicht unbedingt schlecht sein. Das sieht man am besten bei dem Kampf von der Cage Fight Night von Niklas Seifert, der aus der unteren Position immer wieder seinen Gegner gedreht hat und immer wieder rausgekommen ist und immer wieder die Schläge seines Gegners verteidigen konnte am Boden. Das sieht man da ganz gut eigentlich. Und ich denke, das sind diese zwei Faktoren, diese zwei großen Faktoren, warum dieser Sport hierzulande so als brutal und so menschenunwürdig oder als eine totale Körperverletzung abgestempelt wird. Und das ist das, was irgendwo auch nicht fair ist. Also ich muss sagen, am Anfang war man natürlich aufgeregt, kurz vorm Kampf stieg die Aufregung, man hat die ganzen Zuschauer gesehen, auch viele Freunde waren dabei, auch teilweise Leute aus meiner Familie. Und ja, die Aufregung, die war am Anfang schon wirklich krass, kurz vorm Kampf. Aber umso näher man den Kampf ging, umso mehr hat man sich auf den Kampf vorbereitet und also auch mental vorbereitet. Und auch meine Trainer haben mir sehr geholfen, teilweise auch mein Trainingspartner haben mir sehr geholfen, dass ich mich auf den Kampf vorbereiten kann mental. Und ja, die Aufregung wurde immer mehr zur Freude, dass ich endlich meinem Gegner gegenüberstehe und zeigen kann, wofür ich so lange hart trainiert habe. Wie denken deine Eltern jetzt über den Sport? Du hast mir schon mal erzählt, dass ja, sie sich ein bisschen Sorgen machen, speziell deine Mutter. Und du wolltest auch nicht, dass sie bei deinem ersten Kampf dabei sind. Wie gehen die damit um? Ja, schon. Nach dem Kampf? Ja, schon richtig. Also vor allem natürlich meine Mutter, wie alle Mütter, machten sich Sorgen. Vor allem, wenn man sich bei so einem Sport, dass der wirklich ein Vollkontaktsport ist. Aber meine Eltern kennen mich auch gut genug und die wissen, ich würde keine Sportart machen, die wirklich nur Hörni-mäßig drauf wäre, wo man wirklich sich nur blöd in die Fresse schlägt. Und ich meine, MMA, da gibt es sehr viele Regeln. Man darf nicht beißen, nicht kratzen. Es ist längst nicht so, wie es in den Medien dargestellt wird, dass es wirklich ein Blutkampf ist, bis auf den letzten Tropfen Blut. Also es gibt genug Regeln, die einen wirklich schützen, dass einem wirklich schwere Verletzungen nicht passieren kann. Und ich meine, das war mein erster Kampf. Ich durfte keine Ellbogen zum Beispiel benutzen und auch Knie zum Boden. Und ja, also meine Eltern, die machen sich zwar immer noch Sorgen, aber mittlerweile haben sie einfach eigentlich verstanden, dass der Sport gar nicht so schlimm ist, wie man zu Anfang denkt. Let's go!
Wenn du das 10-mal machst, kannst du brauchst kein Kreuzheben mehr machen. Dann reicht. Wie viele Durchgänge jetzt? 3. 3. Also der erste. Eine Übung geht 1 Minute. 5 Übungen sind genau den Runden im MMA angepasst. Okay. Genau die Belastungsrunden, warum man eigentlich das Doppelte pro Runde trainieren sollte. Als allererstes, ich bin bisher ziemlich gut vorbereitet auf das Event am 22.09. bei Respekt. Ich hoffe natürlich, wie jeder Kämpfer, der in den Ring geht, hofft, er gewinnt. Jedoch, man muss immer, ich bin weder zuversichtlich noch sage, ich habe das Ding in der Tasche. Aber weder sage ich, ich verliere, sondern ich gehe da rein, ich mache mein Ding. Ich bin so gut, wie es geht, vorbereitet. Ich gehe da rein, ich mache mein Ding und den Rest werden wir sehen. Wir werden sehen, was kommt und je nachdem geht es dann weiter. Ich hoffe natürlich, dass ich weiter erfolgreich bin in diesem Sport und dass sich noch einiges sehr viel bewegen wird, was das angeht. Wie schwer ist dieser Reifen? 120 Kilo. Wie geht's dir jetzt? Die 3 Runden sind durch. Ich möchte eigentlich nur noch essen und schlafen. Mehr möchte ich nicht. Und da Diät mit Essen nicht so viel ist heute Abend, will ich eigentlich nur noch schlafen. Waren harte Runden, das ist eigentlich nur der Anfang. Normalerweise steigern wir uns noch auf 5 Runden. Und das waren nur 3. Aber es kommt mit der Zeit in der Vorbereitung jetzt. Oh. So, wir sind jetzt hier bei Fit & Strong in Bremerhaven. Wie wichtig sind jetzt Supplements im Kampfsport? Supplements sind ziemlich wichtig im Extremsport, weil ohne die richtige Ernährung kommt man halt nicht weiter. Und das gehört nun mal dazu. Eiweißhaushalt, Vitaminhaushalt, umso mehr man sich bewegt und umso mehr braucht man davon. Mhm. Was nimmst du da speziell? Ich nehme speziell Whey-Protein. Und noch Vitamine und Mineralien in Kapselform oder in flüssiger Form. Das ist so das meiste, was ich nehme. Und dann noch vielleicht mal ab und zu einen Booster. Einen guten. Und das war's dann auch schon. Kreatin, Creagenic. Sowas.
So, wir sind hier heute jetzt zur nächsten Trainingseinheit. Was genau liegt hier heute an? Heute machen wir ein Box- und Thai-Box-Sparring. Da haben wir uns einen Sportskollegen vom Weser Boxen geholt, den Danny Stenzel. Mehrfacher Weser Ems-Meister, deutscher Meister im Schwergewicht, vor Schwergewicht. Super Junge, ist wichtig für meine Vorbereitung am 22. Boxen ist richtig. Im MMA darf man sich nicht nur auf den Boden verlassen. Man muss kompletter Kämpfer sein und sieht auch gute aus der Nase. Harte Treffer gehören dazu. Wenn nur das formt, auch den Kampfgeist. Das gehört dazu, auch hart getroffen zu werden für die Abhärtung. Rum! Du triffst ihn, jedes Mal. Und wenn du wieder anfängst, so eine Scheiße hier zu machen aus dem Arm, der Arm unten ist und du nur rüber kommst, dann triffst du nicht mehr. Also geht die Schulter raus und dann triffst du. So, jetzt gebe ich dir das Handtuch. Schnapp es mal raus, dass es rauskommt. Hi, mein Name ist Pascal Schmidt, ich bin 18 Jahre alt, ich trainiere hier seit meinem 14. Lebensjahr Muay Thai und ich bin immer noch mit Spaß dabei. Was ich so über Muay Thai sagen kann, wie ich hierher gekommen bin, damals hatte ich sehr viele Probleme zu Hause und von meiner Mutter, ein guter Freund, hat mich dann hierher gebracht und hat mir was anderes gezeigt, wo man auch Probleme loslassen kann, mal was anderes zu sehen. Dann bin ich eines Tages mitgekommen, habe mir das angeguckt und es hat mir auf Anhieb gefallen. Es hat total Spaß gemacht. Ich habe viele neue Leute gesehen, die ich vorher nicht kannte. Es war auch ein bisschen überraschend und neu, so viele neue Gesichter zu sehen und laute Musik und das Knallen, wenn jemand in die Pratzen schlägt. Aber ich fühlte mich etwas fremd. Ich saß da und habe zugeguckt. Aber trotzdem habe ich irgendwie im Inneren gespürt, das muss man auch mal gemacht haben. Und dann kam Andy auch zu mir an und hat mich gefragt, ob ich nicht mal Lust hätte auf ein Probetraining. Ich sagte, ja klar, warum nicht? Dann trainierte ich einmal mit, trainierte nochmal mit. Am Anfang war es sehr schwer für mich, weil es komplett ungewohnt war, auch geschlagen zu werden und nicht nur zu schlagen. Ich kam auch mit blauen Augen nach Hause oder mit Nasenbluten. Es war auch keine Seltenheit. Und ich bin halt immer wieder gekommen und habe versucht, mich durchzubeißen. Ja, und so wurde ich da irgendwann Teil eines festen Mitglieds der heute immer noch bestehenden Pfeilfabrik. Also Selbstbewusstsein habe ich auf jeden Fall mehr bekommen, das ist gar keine Frage. Man fühlt sich sicherer, auch wenn man draußen feiern geht oder alleine die ganze Persönlichkeitsentwicklung, finde ich, wird durch den Kampfsport so positiv beeinflusst.
Man hat eine Menge Respekt, Disziplin, Durchhaltevermögen, man wird ehrgeiziger. Das lebt sich nicht nur im Sport aus, dass man ehrgeiziger wird. Ich merke es auch, wenn ich ein Ziel vor Augen habe, dann habe ich viel mehr Motivation durch den Kampfsport, das Ziel auch endlich zu erreichen und es durchzuziehen. Ob es Schule ist, Sport oder Führerschein oder die täglichen Aufgaben. Man ist einfach motivierter. Man startet auch motivierter in den Tag, wenn man abends trainiert hat. Man hat sich abends total verausgabt. Man kommt nach Hause, man schläft sich aus. Am nächsten Tag fühlt man sich einfach verdammt gut, weil man weiß, man hat was für seinen Körper getan. Man hat was für seinen Geist getan. Man ist ausgepowert. Man startet dann mit voller Energie. Und man ist aufnahmefähiger. Das ist einfach eine klasse Sache. Ist das so, als Frau im Kampfsport, als sie hierher gekommen ist? Wie haben die Jungs alle reagiert? Zunächst ja, ist es immer, ja, wie gesagt, ich habe vor einem Jahr angefangen. Und das merkst du schon beim Sparring, ganz egal, ob das jetzt ein Boxsparring ist oder ob das jetzt Scrabblen ist. Du merkst immer, dass sie am Anfang ein bisschen ja, dich mit Samthandschuhen anfassen. Ich hatte es auch schon ganz oft hier, dass im Boxsparring, ja, die schlagen kaum zu und dann kommen sie mit Argumenten, ja, du bist ja ein Mädchen. Ja, und dann muss ich schon das Tempo ein bisschen aufschrauben und erhöhen und muss denen mal so ein paar Mal irgendwie so einen härteren Jab verpassen, damit die mal diesen Gedanken verlieren, sie könnten bei einer Frau nicht zuhauen. Ich meine, wenn ich Sparring mache oder Boxen bin oder ich bin ja hier, um zu kämpfen, dann na, ist ja klar, dass wir hier keinen Schach spielen. Und beim Grappling ist es genau dasselbe. Die drehen dann erst auf, wenn die merken, da geht ja was. Bevor die mir hier den Shake Hands geben, da siehst du schon im Grinsen von denen, oh Gott, eine Frau, da musst du ja jetzt total aufpassen. Und dann merkst du auch total, wie die dann später geknickt sind, wenn ich sie zum Beispiel zur Aufgabe zwinge oder so. Das ist für manche hier auch nicht so einfach von der Frau jetzt. Ja, das kommt schon vor. Auch, dass die damit dann nicht so toll umgehen können und dann die erst recht der Ehrgeiz packt, weiterzumachen, wenn sie von einer Frau getappt werden, was jetzt nicht so schlimm ist. Aber manche finden das, ja. Ich denke, Maurice, seine Chancen sind auf jeden Fall gut. Bei ihm ist immer das Ding, wenn er fokussiert ist, dann machen wir uns keine Sorgen. Wenn er aber anfängt, und das merkt man auch beim Training bei ihm, wenn er anfängt, so abgelenkt zu werden mit irgendwelchen anderen Sachen oder wenn halt viel auf der Arbeit bei ihm zu tun ist, merkt man, dass er anfängt, unkonzentriert zu werden und auch sich nicht auf das Training konzentrieren kann. Aber wenn er fokussiert ist, wenn er konzentriert am Ball ist, sein Trainingspensum durchzieht, seine Einheiten vernünftig macht, Gas gibt, da mache ich mir keine Sorgen.
So, okay. Was trainierst du jetzt hier mit dem Dummy? Ich mache mich eigentlich nur groß warm. Ich habe eben ein paar Takedowns zum Warmmachen gemacht, eben ein paar Bewegungsabläufe. Am Boden, Bodysurfing nennt man das in Fachkreisen. Für die Beweglichkeit am Boden. Immer am Mann bleiben, wechseln, Position. Das habe ich gemacht, locker zum Warmmachen. Okay. Wie lange ist das jetzt noch bis zu deinem großen Kampf? Jetzt haben wir noch knapp einen Monat. Heute ist der 28. Am 22. nächsten Monat kämpfe ich. Aber topfit. So, das sah jetzt für Außenstehende ziemlich hart und brutal aus. Ja, das ist sogenannte Ground and Pound. Das ist jetzt Positionsarbeit und das Schlagen auf den Boden beim Gegner. Sieht brutal aus, weil das ist immer noch eine Puppe, die sich nicht wehren kann. Ne? Das ist aber dasselbe, als wenn ein Boxer gegen den Sandsack haut. Der wehrt sich auch nicht, der schlägt auch nicht zurück. Das sieht auch brutal aus, so machen aus. Ne? Aber im Kampf schlägt sie auch mit dieser Intensität. Ja, Logo. Weil es geht nach wie vor darum, auch noch am Boden den Gegner auslocken zu können. Jedoch sind die Schläge, kommen am Boden mit weitaus weniger Druck an als im Stand. Weil ich im Stand bin, kann die Hüfte einbinden, kann mehr mit dem Körper arbeiten, als ich am Boden mit diesem Körpergewicht, außer bei den Kniestößen jetzt arbeiten kann. Weil, umso mehr Platz ich mache zum Schlagen, umso mehr Platz lasse ich meinem Gegner, um aus meiner dominanten Position zu entkommen. Warum gibt es aus deiner Sicht jetzt Vorurteile gegenüber diesem Sport? Weil sich meiner Meinung nach die meisten Leute nicht mit dem Kampfsport richtig beschäftigen. Die meisten nehmen ihre Sachen aus irgendwelchen YouTube-Videos oder irgendwelchen Szenen-Zusammenschnitten, die sie sehen. Und wenn ich das möchte, lasse ich jeden Sport schlecht aussehen. Wenn ich das möchte, nehme ich einen Fußballsport und zeige nur Verletzungen in kurzen Abschnitten. Und der sieht dann unwahrscheinlich brutal aus, dieser Sport, weil da ständig gegrätscht wird oder da gibt es auch ganz oft mal Brüche und solche Sachen. Ich kann jeden Sport schlecht reden, wenn ich möchte. Und das liegt immer im Auge des Betrachters und wie ich mich damit beschäftige. Und ich sehe das so, wenn man sich vernünftig mit diesem Sport beschäftigt, sieht man auch ganz genau, dass es eigentlich gar nicht so schlimm ist, wie es immer eigentlich geredet wird. Also ruhig machen. Du kannst auch die Arme du selber stellen. Wenn du nicht... Siehst du? Genau. Ich versuche. Das klappt nicht, dann gehe ich raus. Dann gehe ich raus und dann geht es schön an der Tisch. Ich hab's auch schon gesagt. Was mich halt hochgradig frustriert, ist sozusagen die diskursive öffentliche Überlegenheit der Medien und der Politik hier insbesondere. Das heißt, wir sprechen von Parteien, die gar kein Interesse an einer Richtigstellung ihrer Fehlmeinung haben, weil sie von einer Verbotsdiskussion profitieren. In einem öffentlich-medialen Sinne, als dass sie sich in den Mittelpunkt drängen können über diese Diskussion. Das frustriert mich eigentlich am meisten, dass ich nicht die Möglichkeit habe, als Sportausübender außerhalb meines politischen bzw. meines persönlichen Umfeldes aktiv zu werden, zur Aufklärung beizutragen, sondern dass mir diese Möglichkeit von Seiten der Medien und auch der Politik verwehrt wird. Ich bin ein Bürger, ich habe das Recht, meinen Sport auszuüben, sofern er nicht gegen die guten Sitten verstößt, was hier eindeutig nicht der Fall ist, wie ich glaube ich vorher gut dargelegt habe. Und dann fordere ich, dass man, bevor man über ein Verbot diskutiert, mit Leuten spricht, die diesen Sport ausüben, um über ihre Beweggründe und von ihrer Expertise zu profitieren. Und ich frage mich, warum das nicht der Fall ist. Klare Antwort, weil es Leute gibt, die von dieser Verbotsdiskussion profitieren. Und das ist schade, das ist sogar sehr schade. In der Fighting League sind etwa 150, 180 Mitglieder. Wir haben eine große MMA-Sparte und ich fühle mich dabei hochgradig von der Politik verraten und im Stich gelassen, dass man mir die Möglichkeit einer Diskussion entzieht. Und darüber bin ich auch zornig.
Das heißt, mir als Ausübender und als Verteidiger der Sportlichkeit, denn das ist MMA letztlich ein Sport. Wer gerne einen Eindruck gewinnen soll, soll sich Amateurveranstaltungen anschauen, wie fair es dort zugeht. Da wird vor und nach dem Kampf umarmt. Ich habe Fußballspiele gesehen, die in Massenschlägereien geendet sind. Und wir reden jetzt nicht von großen Fußballspielen, wir reden hier von Regional- und Kreisligaspielen. Ja? Der Sport hat eine wunderbare Integrationsfähigkeit. Das gilt insbesondere für Leute, die sozusagen ohnehin an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden, aufgrund ihrer kulturellen Identität, die sich in Sportarten wohlfühlen, in denen man vielleicht körpernah agiert. Und das heißt, die Leute haben sozusagen einen Kontakt zur Gesellschaft über Sport. Und indem man diesen Leuten die Möglichkeit nimmt, fühle ich mich halt auch verraten. Rückwärtsgang und Jab, genau, so schön. Genau, mal zur Seite rausgehen, Kopf oben lassen, die Deckung, auch wenn es brennt. Wie war der allererste Kampf für dich, als du das erste Mal gekämpft hast? Der erste Kampf, das war also meine Aufregung pur und ersten Kampf, da wusste ich gar nicht, was ich machen wollte. Als der Gong klingte, dann ging es einfach los, dachte ich einfach, hau weg die Scheiße und ja. Aber ging ja gut aus für dich. Ja, ging ja gut aus, aber wenn ich mir den jetzt heute nochmal angucke, dann denke ich mir, was habe ich da gemacht? Siehst du dich selbst in 5 Jahren? Also in 5 Jahren, ich weiß es nicht. Ich hoffe natürlich, dass sich bei mir der Sport weiterentwickelt, dass das vielleicht nochmal irgendwann auf ein höheres Level kommt, als es jetzt schon ist. Ich bin zwar jetzt im Moment sehr zufrieden mit dem, was ich erreicht habe, aber wer aufhört, zufrieden zu sein. Also wer zufrieden ist, hört auch auf, besser zu werden. Und ich denke mal, in 5 Jahren, das ist noch lange Zeit, aber ich weiß nicht, wo ich mich sehe, aber ich gebe mir alle Mühe, um noch einen Schritt weiter zu gehen. Kontrolle, atmen! Kontrolle und atmen! Kontrolle und atmen!
Die Respekt-Veranstaltung ist jetzt circa 5 Wochen her. Wie war das rückwirkend für dich? Rückwirkend war Respekt ein voller Erfolg, war auch sehr gut vorbereitet, habe wirklich sehr intensiv trainiert und das Gewicht hat gestimmt, die Ernährung hat gepasst, das Training hat gepasst. War ein voller Erfolg. Mein Gegner war sehr hart, war auch gut vorbereitet und war auch ein super Kampf. Ich bin voll zufrieden, wie das gelaufen ist. Also es hätte schlimmer kommen können. Es hätte besser kommen können, aber es hätte auch schlimmer kommen können. Von daher bin ich mit meiner Leistung zufrieden. Das ist die Hauptsache. Aber Luft nach oben ist weiterhin. Arbeiten wir noch dran. Ja. War die Veranstaltung gut besucht? Was für Publikum war da? Die Veranstaltung war sehr gut besucht, war voll ausverkauft. Genaue Besucheranzahl habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber das Publikum war auch sehr, sehr gut. Ist gut mitgegangen mit den Kämpfen allgemein und war auch teilweise sehr fachkundig. Das hat Spaß gemacht. Das macht dann Spaß, wenn es auch den Zuschauern gefällt, wie man gekämpft hat. Oder wenn danach die Resonanz gut ist, wenn Leute kommen und sagen, Mensch, hast einen super Kampf gemacht, auch die, die man nicht kennt. Das macht dann schon mehr Spaß. Das taugt einem doch dann schon was. So, liebe Leute, das war's mit unserer Dokumentation über Mixed Martial Arts. Ich hoffe, einige Leute haben neue Einblicke in diese Sportart bekommen. Und ich wünsche mir doch sehr, dass auch einige Leute ihre Einstellung zu diesem Sport ändern werden. Denn Mixed Martial Arts is not a crime und ich finde, wir sollten auch im kommenden Jahr 2013 weiter daran arbeiten, dass unser Sport in diesem Land besser Fuß fasst. Persönlichkeitsentwicklung, finde ich, wird durch den Kampfsport so positiv beeinflusst. Man hat eine Menge Respekt, Disziplin, Durchhaltevermögen, man wird ehrgeiziger. Eine tolle Aussicht, man ist Athlet, auf Vollzeit kein Hobbysportler. Namenszeichen in den Weg
doch man ist stolz wie Oscar auf jeden Moment im Käfig, weil jeder Moment hält für dich für die Ewigkeit. Die sind auch meistens nur irgendein Schrott, auf Deutsch gesagt, oder Vorurteile in einem A, ja, ohne Regelwerk. Das würden nur irgendwelche harte Kerle machen, irgendwelche Schwerverbrecher. Will einzustecken, Jägler Motorstyle, aus Tal wie ein Bote. Wenn die Runde beginnt, wissen was zu tun ist, alles im Grunde Instinkt und hat es predigt. Jetzt wo das Adrenalin, das mit Anerkennung, das hast du dir alles verdient. Ob am Boden oder stehen immer das Ziel vor Augen, du musst an nicht glauben und ja, ist hier alles ganz harmonisch, verpiss dich. Immer daran denken, MMA is not a crime. Lass uns alle dafür. Ja, okay, nochmal. Sieht das auch nicht gestellt aus, wenn die so außen rum rennen? Die Dokumentation bald auf massevideo.de. Nee, nochmal. Meiner Meinung nach. Null. Ey. Das ist Sport. Dann wieder nach oben kommt, dann wieder nach oben kommt und wartet auf die große Chance.